Heute bekommt die Fadenzypresse einen Verjüngungsschnitt. Wenn du mal nicht weißt, ob es sich um eine Zypresse oder ein Wacholder handelt, das kannst du ganz leicht herausfinden. Einfach mal mit der Hand reinfassen. Wenn es weich, angenehm ist, dann handelt es sich um eine Zypresse. Oder hier mal in den Wacholder gehalten. Der ist stachelig, pieksig, Wacholder. Hier hinten wieder eine Zypresse. Die ist angenehm und weich. Hier siehst du schon mal deutlich, dass ein Verjüngungsschnitt notwendig ist. Im unteren Bereich ist die Zypresse verkahlt. Aber das mach am besten in mehreren Etappen. Immer wieder mal jedes Jahr ein paar Triebe rausschneiden. Also einen Zweig greifen. Schauen, dass unten am Zweig noch grünes Material dran ist. Und einen Trieb dann abschneiden. Sieht zwischendurch doch mal ein bisschen kahler aus, aber du selbst bestimmst, wie schnell der Verjüngungsschnitt geht, wie viel du rausschneidest. Achte dabei gleich darauf, benachbarten Pflanzen wieder mehr Platz, mehr Luft zu geben. Die toten Triebe, die braunen, die kann man so ein bisschen rausschütteln und unten im Unterholz dann zusammensammeln. Denn aus solchem toten Trieb, da wird nie wieder etwas rauswachsen. Dass Triebe bei Koniferen braun werden, ist ganz natürlich. So wie die Laubbäume jedes Jahr ihre Blätter verlieren, so müssen ja auch die Nadelgehölze ihre Nadeln irgendwann abstoßen. Hier ist es aber so, dass in den unteren Bereich einfach kein Licht mehr reinkommt und komplette Äste vor Lichtmangel, vor Nährstoffmangel eingehen. Und deswegen auch wichtig, hier Licht zu schaffen für zwar sehr kümmerlich wachsende Triebe, aber die haben dann doch die Chance, sich wieder zu bestocken und der komplette Strauch kann sich dann wieder erholen. Normalerweise bin ich nicht zurückhaltend, was den Rückschnitt anbetrifft, aber das soll an der Stelle genügen. Dann lieber einmal öfter, weil zu starker Rückschnitt würde jetzt die Zypresse nicht vertragen.